Herzlich willkommen hier in Ägypten. Hallo, welcome to Egypt. Wir sind ja hier, wie gesagt, in Ägypten, in Sharm el-Sheikh. Wie ihr hier seht, hinter mir sind die großen Jungs schon am Kiten, weil der Wind hier ist nämlich super. Die Jungs drüben haben einen kleinen Kite und mit dem zeigen sie dir hier bei Neckermann Experience, wie man das Ding steuert. Jetzt neben mir habe ich den Helmut, und zwar der Helmut ist ein Sportanimateur bei Neckermann Experience. Hallo Helmut, grüß dich. Hallo Robert. Powerkite, ist das nicht nur ein einfacher Lenkdrachen? Nein, der Powerkite, wie wir hier anbieten bei Experience, ist ein Trainingskite für Kiten generell am Wasser. Kiten ist ja momentan eine ziemlich angesagte Trendsportart. Ist das hier in Ägypten schon zu spüren? Also hast du sehr viele Nachfragen dafür? Ja, also hier bei Experience auf jeden Fall. Man merkt, es ist ein absoluter Trendsport. Ein Highlight von Experience, Powerkiten schlechthin. Die Bedingungen hier in Sharm el-Sheikh sind ja eigentlich ein Traum. Wir haben hier ständig guten Nordwestwind, ja. Wir sind jetzt hier bei einer weiteren Attraktion beim Neckermann Experience, dem sagenumwobenen Dare to Jump. Man muss auf eine Stange klettern, die 5 Meter hoch ist. Es ist schon genügend Mut nötig, um diese Plattform zu erklimmen, weil es wackelt einfach wie Sau. Und dann muss man hochklettern und oben stehen bleiben und dann rüber auf das 3 Meter entfernte Trapez springen. Also das ist wirklich mal ganz was anderes in so einem All-Inclusive-Club. Aber scheiße, ist das hoch. Ich werde das jetzt auch machen und ich habe schon ein bisschen die Hosen voll. So, ich stehe jetzt hier mit dem Experience Guide Paul. Servus Paul. Hallo Robert. Grüß dich. Du machst hier das Cocktail Shaken und wie schaut's aus? Hast du dir das extra angeeignet oder bist du schon seit Jahren trockener Alkoholiker, der das früher mal gekonnt hat? Ja, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung vorher gehabt, aber die meisten Sachen habe ich mir hier angeeignet. Geht recht gut, es sind immer sehr viele Leute mit dem Cocktail Shaken da. Es macht jeden Spaß, es macht mir Spaß und es passt schon ganz. Kommt's an? Ja, es kommt super an, siehst du ja, alle sind begeistert. Wie lange geht so ein Kurs bei dir? Ja, also wir fangen an heute um 4 Uhr, ungefähr eine halbe Stunde, tun wir ein bisschen ein paar Moves machen mit den Bottlen und danach geht es ans Shaken und ja, solange die Leute wollen, solange die Leute trinken wollen, solange haben wir offen und ja, jeder kann Cocktail trinken, so viel er möchte und ja. Super, dann sage ich danke und wir gehen so einen trinken, oder? Okay, gehen wir einen trinken. Alles klar, gehen wir einen trinken, okay. Ja, auf geht's.
Noch einen Cocktail? Jetzt neben mir habe ich den Neckermann Experience Animation Guide. Helmut, die Quad-Touren organisiert ihr die selber oder bucht ihr die dazu? Also es ist so, dass die Leute das über Neckermann Reisen selber buchen können und wir haben das aufgenommen in unser Programm, in unser Experience-Programm jeweils am Sonntag. Wie lange dauert diese Rallye? Diese Rallye dauert circa 3 Stunden und das reicht völlig aus. Was sind die Highlights der Rallye? Wir fahren hier durchs Hinterland von Sinai, was äußerst interessant ist. Die erste Station ist mehr bei dem Mountain of Gold, das ist ein Beduinenlager. Danach fahren wir ins Hinterland von Sinai, wie gesagt, das ist ja ein tolles Panorama. Ja. Wir fahren dann weiter Richtung Nationalpark Ras Mohammed, wir machen dort eine Dreiviertelstunde Pause und danach geht es zur Stärkung weiter in ein Beduinenrestaurant. Ja, das hat wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank, Helmut. Es war wirklich eine klasse Geschichte. Ich kann nur sagen, Cluburlaub neu erleben mit Experience. Ich habe jetzt hier neben mir 2 Mitstreiterinnen bei der Quad Safari. Wie hat es euch gefallen? War super schön. Und dir? Es war einwandfrei, es war gut organisiert. Wir haben über Experience das Ganze gebucht, hat alles wunderbar gepasst. Dies war natürlich nur ein kleiner Auszug aus den Experience-Aktivitäten. Außerdem gibt es noch Chill-Out-Star-Watching, Schnorcheln, Movie Night on the Beach und Night Beach Volleyball. Ich kann nur sagen, eine Woche ist einfach viel zu kurz dafür.